Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Episode geht es um Stereo Widening, also alles, was so in die Richtung Stereo geht. Oder was heißt alles? So ein paar kleine Kniffe und Hinweise für Stereo-Effekte. Legen wir doch einfach mal los. So, wenn ich so ein normales Instrument hier habe und möchte es ein bisschen mehr in dem Stereo haben oder vielleicht in sowas Ähnlichem wie einem Stereo, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann Delay nehmen, man kann Reverb nehmen und man kann noch so ein paar andere Sachen nehmen. Nämlich Stereo muss nicht gleich so dieses rechts-links sein. Also Stereo ist quasi der Unterschied rechts-links, klar. Aber man kann auch so ein bisschen damit spielen und so eine Art Pseudo-Stereo erreichen. Wenn man zum Beispiel hier das Delay 1 mal nimmt. Das Delay ist 1 ist kein Stereo-Delay. Das erzeugt einfach nur ein Echo und je nachdem, was ich hier einstelle, mit den 16 hier kann ich sagen, wann das Echo kommt, inklusive dann ein Low Cut und ein High Cut. Das heißt, das Echo hat dann weniger Tiefen und weniger Höhen. Hier kann ich das Feedback einstellen und den Mix entsprechend. So, jetzt das Delay macht ja kein Stereo-Delay, aber was es macht, ist, es erzeugt eine Illusion einer Tiefe. So, und Tiefe ist mehr als nur, ich sag mal, Eindimensionalität. Zweidimensional stimmt nicht ganz, müsste ja eigentlich dreidimensional sein, aber bei Stereo habe ich ja zwei Seiten. Und die habe ich ja hier nicht zwischen rechts und links. Aber was ich hier habe, ist, ich habe hier einen Sound, der wird gespielt, dann wiederholt mit weniger Tiefen, mit weniger Höhen und leiser. Das heißt, ich kriege so einen tiefen Eindruck. Und das könnte mir einen Eindruck geben von, hier ist ein Raum. Und Raum verbindet man immer gleich mit Stereo. Das klingt ein bisschen weit hergeholt. Aber das kann natürlich auch benutzt werden, um ein Stereo nachher größer zu machen. Wenn ich zum Beispiel dann einfach statt dem Delay 1 dann ein Delay 2 nehme und dieses Delay 2 macht dann die Verzögerung plus noch rechts und links. So, und hier habe ich jetzt ein echtes Stereo, auch mit dieser Rhythmik hinten dran. Und wenn ich das nochmal im Vergleich nehme, habe ich das zwar nicht im Stereo, aber ich habe so eine gewisse Räumlichkeit erzeugt, die nicht so dieses Super-Stereo ist. Und hier habe ich das dann nochmal. So. Dann gibt es den Reverb. Und der Reverb ist standardmäßig hier eingestellt, auch auf White von der Stereobreite her. Und wenn man das runternimmt, hat man im Prinzip was Ähnliches wie beim Delay 1. Das heißt, ich habe so eine Räumlichkeit drin, wo mir mein Gehirn vorgaukelt. Ich habe hier einen Raum. Wenn ich Raum hören mache, dann ist das irgendwie was mit Stereo. Auch wenn das jetzt kein rechts-links ist, aber ich habe halt diesen Eindruck von Stereo, weil der Sound quasi reflektiert wird. Ein Reverb ist ja auch nichts anderes als ein etwas komplexeres Delay. Wenn ich hier zum Beispiel diese Build-Ups zurücknehme, dann höre ich das Echo im Hintergrund. Zum Beispiel. Und beim Reverb kann ich natürlich die Stereobreite dann noch mit reinnehmen. Und dann wird natürlich die Wiederholung nach rechts und links verteilt. Je nach Mix natürlich. So, und dann gibt es noch das Blur-Device, was als Kammfilter-Effekt bezeichnet wird und was, wenn mich nicht alles täuscht, was mit dem Haas-Effekt zu tun hat, das heißt, dass Sounds zeitverzögert wiedergegeben werden. Und ich finde das Blur total völlig unterschätzt, weil wenn ich mir jetzt den Sound mal so anhöre, mit dem Blur zusammen, habe ich hier schon mehr Stereo am Start.
Und das Blur habe ich ja in einem anderen Tutorial schon mal ein bisschen erklärt und ich kann hier halt dann einfach die Wiederholung der Sounds nochmal extra einstellen. Bisschen extremer. Und habe hier dann schon wieder einen Delay am Start. Also kann mir hier so ein Delay bis 100 Millisekunden aufbauen. Oder geht das? Ne, bis 200 Millisekunden sogar. Oder halt wesentlich kürzer. Und wenn es wesentlich kürzer ist, ich glaube bis 40 Millisekunden oder sowas, dann spricht man vom Haas-Effekt, also diesem Stereo-Eindruck, den man hat, wenn ein Sound nur ganz kurz Zeit verzögert an die Ohren kommt. So. Wie gesagt, also dieses Delay 1 und bei dem Reverb, wenn man das die Stereobreite so ein bisschen rausnimmt, ist jetzt nicht unbedingt so dieses Stereo rechts links, was man sofort damit verbindet, wie zum Beispiel beim Delay 2 oder bei einem Ping-Pong-Delay. Aber dadurch, dass ich diese, ich nenne es mal raus nach hinten, diese Tiefe erzeuge, erzeuge ich gleichzeitig auch so einen kleinen Stereo-Eindruck. Und den ich dann unter Umständen als Hörer nicht sofort als dieses breite Stereo wahrnehme, aber als einen Stereo-Effekt. Und darauf kam es mir jetzt bei dem Video drauf an. So, und das war es auch schon. Wenn ihr, wie immer, Ideen dazu habt, wie man noch schöne Stereo oder eben solche Pseudo-Stereo und Tiefeneffekte erzeugen kann, schreibt es in die Kommentare, lasst mich wissen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen da, lasst die Glocke da oder nehmt die Glocke mit und lasst den Daumen da und abonniert den Kanal. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.